Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen League of Legends Video. Was sind eigentlich Chromas? Das erkläre ich dir in diesem Video. Vorweg, wie kommst du zu dieser Übersicht? Du musst hier auf Sammlung, heißt es, glaube ich, klicken, dann hier auf den Reiter Chromas. Und dann kannst du schauen, vielleicht hast du schon einen bekommen, aber wenn du noch gar keinen hast, kann es sein, dass das auch gar nicht da ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe jedenfalls welche und ich erkläre dir, was ein Chroma überhaupt ist. Ein Chroma ist eine andere Farbvariante für einen Champion bzw. für den Skin eines Champions. Man kann so ein bisschen die Farbe damit umwandeln. Das hier ist für den normalen Zac. Zac, kennst du ja diesen schleimigen Dude? Und er ist ja normalerweise grün, ja? Aber man konnte eine Zeit lang hier auch diese Chromas erwerben oder kann man, glaube ich, immer noch. Und so habe ich halt einen goldenen Zac. Es ist immer noch Zac, aber die Farbe ist anders. Hier geht es wirklich nur um Design. Chromas haben außer Design keine weitere Funktion. Der sieht eigentlich auch relativ cool aus, fällt mir gerade auf, aber ich mag Graves an sich nicht so. Wobei der sieht so cool aus, ich glaube, ich werde mal wieder Graves spielen, fällt mir gerade auf. Der sieht schon ordentlich aus. Oh, guck mal, da steht sogar welche. Nee, da war ich, glaube ich. Na, egal. Also, ich habe nicht so wahnsinnig viele, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe relativ viele Skins, aber Chromas nicht so wahnsinnig viele, fällt mir gerade auf. Und ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Geheimtipp. Dafür, dass du so lange aufmerksam zugehört hast, gebe ich dir einen kleinen Chroma-Geheimtipp. Und zwar, ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch so sein wird, aber in der Vergangenheit gab es immer so einen Chroma-Tag. Da konntest du einen Tag im Jahr deine blaue Energie einsetzen, die du einfach so durch Spielen verdienst, durch die Champion-Splitter halt, die konntest du einsetzen, ja, und dir davon Chromas kaufen. Sogar für ziemlich coole Skins gab es die Chromas. Zum Beispiel die hier habe ich alle mit blauer Energie gekauft. Blauer Blitzcrank, Cassiopeia, ein bisschen anders. Der Bart sieht irgendwie relativ Standard aus, also ich weiß nicht, ob dieser Chroma die beste Investition war. Aber der auf jeden Fall hier. Der goldene Zac ist cool, blauer Blitzcrank, Cassio ein bisschen anders. Der sieht mega lit aus. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, man konnte sich das irgendwie aussuchen, ob man den einen oder den anderen da damals haben. Ich weiß es nicht mehr. Und Siegreicher Lucian, da war ich Platin, glaube ich, letzte Season. Aber mal gucken, ob ich die erschaffe, diese Season. Eigentlich witzig. Ich würde es richtig cool finden, wenn Riot es weiter so macht, dass man diese Chromas für die Ranked-Skins bekommt, dass die dann immer noch. Weil dann hätte man noch ein bisschen mehr Anreiz, Diamant zu machen und weiter. Ne? Es sieht dann halt cool aus, wenn du sogar dann so einen siegreichen Lucian, sagen wir mal, in Diamant oder vielleicht sogar einen Challenger hast. Der sieht schon stylisch aus, ja. Und ja, würde ich freuen, vielleicht machen die es in Zukunft immer so. Weil es ist ein bisschen komisch. Hier gab es mal zu dem siegreichen diese Chromas. Aber dann irgendwie nicht mehr. Ich weiß es nicht so genau. Und jetzt auf einmal wieder. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen erklären, was Chromas sind. Wie bereits gesagt, manchmal gibt es so einen Tag, wo du für blaue Essenzen welche kaufen kannst. Ist, glaube ich, nur einmal im Jahr, aber ich weiß es nicht genau. Ansonsten kannst du mit Riot Points Chromas kaufen, wie viel du willst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn dem so war, lass ein Like da. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.